Ja, lieber Uli Skerl, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, der Hans-Peter Schwöbel hat uns ja schon zum Nachdenken gebracht, was wir eigentlich jetzt machen müssten bei so einer schweren Katastrophe. Und ich brauche nur nicht mehr entfalten, warum das Wort Restrisiko wir streichen müssen aus unserem politischen Repertoire. Und mich berühren die Dinge sehr persönlich, weil ich vor 25 Jahren, fast genau vor 25 Jahren, Ende April, wo der Reaktor in Tschernobyl hochging, Mitarbeiter von Joschka Fischer im hessischen Umweltministerium war. Und ich kann mich noch gut entsinnen, wie wir durch diese radioaktive Wolke, die über Europa kam, da als die erste grüne Truppe in einem Ministerium wirklich in einem permanenten Ausnahmezustand waren. Wie die Leute anriefen, fragten, ob sie überhaupt noch rausgehen dürfen, ob ihre Kinder noch im Sandkasten spielen dürfen, was sie essen dürfen, was mit der Milch ist. Und wir kamen aus diesem Ministerium nicht mehr raus. Und darum berührt mich das sehr, jetzt zu sehen, was da in Japan passiert, wie da die Verantwortlichen versuchen, mit den ungewöhnlichsten Mitteln das Schlimmste vielleicht doch noch zu verhindern. Und ich finde, dass es eigentlich klar ist, dass man jetzt nicht, wie die Frau Merkel das heute jetzt machen will, einen neuen Rat der Weisen braucht. Sondern ich finde, es ist klar die Konsequenz, wir müssen so schnell raus wie möglich aus dieser Technologie. Und das Erste, was wir sofort machen müssten, ist die 7 ältesten Reaktoren, die vor 1980 gebaut worden sind, plus den Pannenreaktor Krümmel, endgültig und sofort stillzulegen. Und dazu brauchen wir wirklich kein Moratorium, weil wir wissen es jedenfalls seit 1979, als der Reaktor in Harrisburg fast explodiert ist, dass wir aus dieser Atomtechnologie raus müssen. Wir wussten es eigentlich endgültig dann nach Tschernobyl 1986. Und als wir die Möglichkeit hatten, haben wir den Ausstieg beschlossen, als wir an der Regierung waren, haben zum ersten Mal unbegrenzte Laufzeiten eingestellt. Und ich sage nochmal, wenn Schwarz-Gelb nicht die Laufzeiten verlängert hätte, wäre Neckar-Westheim schon letztes Jahr stillgelegt worden. Das wollen wir doch noch mal klar machen. Und es war Ministerpräsident Markus, der mit brachialer Energie diese Laufzeitverlängerung durchgesetzt hat, gegen den Widerstand seines eigenen Umweltministers. Wir erinnern uns daran, er hat die Frau Merkel noch im Sommer aufgefordert, den Herrn Röttgen rauszuschmeißen. Und so hat er mit brachialer Energie diese Laufzeitverlängerung durchgesetzt. Und ich finde, wenn er nun der Meinung ist, dass er einen Fehler gemacht hat, dann soll er diesen Irrtum eingestehen, klar. Und er, so wie er diese Laufzeitverlängerung durchgepeitscht hat, sollte er jetzt der Erste sein, der sagt, ja, wir müssen sofort diese 7 Atomkraftwerke stilllegen. Dann könnte ich Respekt haben und sagen, da hat einer gelernt und kehrt doch im letzten Moment um. Aber ein Moratorium brauchen wir nicht. Und ich will noch mal klar machen, was das eigentlich bedeutet für die Zukunft unserer Republik. Die CDU hat ja gegen uns eine Kampagne gemacht, wir seien die Dagegenpartei. Ich meine, erstmal ist es ja etwas dümmlich,
Denn es ist ja klar, wenn man dafür ist, dass der Bahnhof in Stuttgart oben bleibt, ja, also man für einen sanierten Kopfbahnhof ist, muss man ja wohl zwangsläufig dagegen sein, dass er zugleich vergraben wird. Ja. Und ich bin sicher, diesen einfachen Gesetzen der Logik wird sich auch die CDU auf Dauer nicht entziehen können. Ja. Also wenn B gegen A ist, muss ich halt gegen B sein. Das ist halt bei vielen und Dingen so. Also das, glaube ich, können wir abhaken. Aber diese Kampagne hat auch einen gefährlichen Zwischenton. Und dieser Zwischenton heißt, es gibt nur eine Lösung. Und wer dagegen ist, ist ein Querulant, ein Neinsager, ein Dummkopf, was auch immer. Und das ist gefährlich. Weil das Herz der Demokratie und ihr Wesen ist, dass wir in der Demokratie um Alternativen ringen können, um Alternativen streiten können, und das macht ihren Kern aus. Und darum geht es. Und wir wollen nach der Erfahrung von Stuttgart 21 endgültig den Weg beschreiten in eine Bürgerrepublik. Der Uli Skerl hat es schon angedeutet. Wir wollen die Bürgerschaft an großen Vorhaben, an dem, was sie für wichtig hält, von vornherein beteiligen, und zwar ernsthaft und auf gleicher Augenhöhe. Und das heißt, dass wir ihre Kritik, ihre Argumente, ihre Alternativen ernst nehmen, ernsthaft mit ihnen debattieren. Darum geht es. Und das müssen wir ändern. Und weil wir das ändern wollen und ändern müssen, werden wir das auch tun, denn wir haben ein ambitioniertes Reformprogramm. Wir wollen vieles ändern in dieser Gesellschaft, und dazu sind wir darauf angewiesen, dass die Bürgerschaft letztlich mitgeht und darin Vertrauen hat in das, was wir machen. Vertrauen ist die knappste Ressource in der Politik. Ja, Vertrauen ist schnell verloren und schwer wieder aufzubauen, und darum ist es so wichtig, denn ohne Vertrauen kann man nicht wirklich gestalten. Davon bin ich ganz fest überzeugt, und darum ist das der Kern dessen, wenn wir sagen, wir wollen einen Schritt in diese Bürgergesellschaft tun, und darum wird die Überschrift über unseren Regierungshandel heißen, wir machen eine Politik des Gehörtwerdens. Das ist die Überschrift, und das möchte ich Ihnen an diesem Abend versprechen, dass das der Kurs ist. Und dieser Kurs wird sich von dem, was Stefan Mappus macht, grundlegend unterscheiden. Das ist der Weg. Wir haben Ideen, wir haben Vorschläge. Diese Vorschläge werden auch umstritten sein, wie alles in der Welt. Und wir werden sie offen debattieren mit der Bürgerschaft, und dann werden wir entscheiden und nicht umgekehrt. Das ist der wichtige Punkt.